Markus Maria Profittlich. Gitta Krüger. Thomas Nicolai. Tox Körner. Dorcas Kiefer. Ralf Beetz. Was ist denn das? Na, 50 Meter kraulen. Das ist ja schrecklich. Schalt mal um. Nee, das will ich nicht. Schalt weiter. Oh, das kenn ich so. Nun mach doch mal um. Oh, was für ein Generve. Mensch, mach doch mal was. Das nervt? Ja. Ja? Das nervt? Ja. Hallo, Süßchen. Willst du auch ein Bier? Nein, aber wie wär's, wenn wir diesen albernen Scheiß wegschalten? Hm? Jo, jetzt machen wir uns gemütlich, ja? Ach, endlich in Ruhe Fernsehen. Dream. Wir schreiben das Jahr 2035. Vor etwa 40 Jahren ist Ulrikes Freund Oliver gerade mal Zigaretten holen gegangen. Durch das lange Warten ist Ulrike misstrauisch geworden und beginnt an seiner Liebe zu zweifeln. Aber eigentlich ist sie immer noch ganz schön verknallt in Olli. Doch da hat die Warterei ein Ende. Beide haben gemerkt, dass die Zeit doch einen ganz schönen Keil zwischen sie getrieben hat. Aber Ulrike ist bereit für einen neuen Anfang. Das ist natürlich ein Schock für Ulrike. Sie fühlt sich hintergangen und will jetzt alles wissen. Jetzt ist Uli wieder glücklich. Schließlich hat sie sich immer Kinder gewünscht. Aber das ist noch nicht alles. Oliver ist nämlich nicht nur Zigaretten holen gewesen, sondern er ist auch noch Wirtschaftsanwalt geworden und hat jede Menge Kohle. Außerdem ist Oliver mächtig stolz auf Ulrike, weil sie so geduldig gewartet hat. Oliver ist immer noch der alte Schussel. Hat er doch das Wichtigste vergessen? Dabei hätte Ulrike noch eine Packung unterm Bett gehabt. Tja, liebe Freunde, wird Oliver wiederkommen oder wird Uli auch die nächsten 40 Jahre allein in ihrem Buch lesen müssen? Das seht ihr demnächst. Nur bei uns. So, die Dame, das Menü. Schnitzel, Pommes frites und die Möhrchen. Was soll das denn? Haben Sie keine Teller? Tut mir leid, aber draußen gibt's nur Kännchen. Herein. Entschuldigung, ist das hier das Patentamt? Ja. Dann gehe ich wohl recht in der Annahme, dass ich keinen Lottoschein abgeben kann. Das ist richtig. Gut, dann würde ich gerne das hier zum Patent anmelden. Sie haben einen Karton mit Löchern erfunden, ja? Nein, die Erfindung befindet sich natürlich in dem Karton. Ja. Und was ist das, was da in dem Karton ist? Ein Schobelisk. Aha. Und was ist bitte schön ein Schobelisk? Ein Schobelisk ist ein Tier. Ein Tier, das ich erfunden habe. Mit meinen genialen Methoden und meinen gewieften Genmanipulationen, die natürlich noch streng geheim sind, habe ich eine neue Kreatur erschaffen.
Ja, und kann man das mal sehen oder ist das auch geheim? Nein, Sie sind der erste Mensch, der die Ehre hat. Und sagen Sie schon mal Danke. Bitte? Danke. Und Sie dürfen einen Blick auf diesen Schubelisten werfen. Ja. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Da, guck, guck. Das ist Hans, der Schubelisk. Ein Kaninchen. Ja, ich gebe zu, die Ähnlichkeit mit einem Kaninchen ist schon frappierend. Das ist ein Kaninchen. Nein, 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 die Ähnlichkeiten sind nur rein äußerlich. Ja, das ist ein Schubelisk. Dann erklären Sie mir doch mal den Unterschied zwischen einem Schubelisk, ja, und diesem Kaninchen. Hm? Es sind die inneren Werte. Seine inneren Werte. Ah, ja, können Sie das mal irgendwie demonstrieren? Hm? Ja, ich würde ja gerne, aber er kann auch nicht so gut sprechen. Ja, vielleicht kann er es uns ja aufschreiben. Hm? Ja, das geht auch noch nicht, weil er kann auch nicht so gut schreiben. Er ist ja erst im ersten Schuljahr. Ja, wunderbar. Können Sie es denn irgendwie anders demonstrieren? Hm? Ja, ich könnte Ihnen zeigen, wie er frisst. Haben Sie eine Möhre? Nee, nee, aber ich kann bis drei zählen. Ja? Schön. Ja, und dann sind Sie raus, verschwunden, klar? Nein, ich werde nicht weichen. Ich bleib hier stehen wie ein Fels in der Brandung. Das wäre nicht das erste Mal, dass so ein engstirniger, dahergelaufener Patentanwalt, wie Sie es sind, die Erfindung des Jahrhunderts stoppt. Raus! Das ist die Sensation des Jahrtausends. Raus! Hier ist raus! Okay, Sie haben es so gewollt, dann nehme ich meinen Schubelisken und esse den auf zu Hause. So, wenn Sie schon sehen, was Sie davon haben, nämlich nichts. Das gibt's ja nicht. Unverschämtheit, also wirklich. Ach so, wo ich gerade hier bin. So ein Karton mit Löchern, da gibt's wohl schon ein Patent für was? Wo ist der Unterschied zwischen Helmut Kohl und Udo Jürgens? Völlig verschiedene Vornamen. Kuckuck, Tachchen, ich bin's, Monsermann. Heute möchten wir mal über ein ganz ernstes Thema reden. Kriege, Überbevölkerung, Ozonlöcher, Fußpilz, Autokauf. Diese Liste lässt sich ja beliebig ausdehnen, aber ich möchte mich heute mal auf die Autos konzentrieren. Der Trend zum Zweitwagen wird ja immer größer, besonders in Polen. Da ist die Auswahl dann auch riesig. Da gibt es Leihwagen, Mietwagen, Hückeswagen, ja, sogar Einkaufswagen. Und so ein Einkaufswagen kostet nur eine Mark, denken Sie. Aber Sie stecken die Mark in den Wagen und dann geht es ja los. Dann steigern sich die Kosten ins Astronomische. Und da ist das Geld für den Wagen, den man in Zahlung gegeben hat, für den alten, noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, dann kommen die ganzen Extras ja auf einen zu, ja? Seitenaufprallschutz, Airbag, CAT, ABS, GTI, IOC, C&A, H2O, CO2, ADAC, VDO, PDS, CDU, ETC und so weiter und so weiter. Bis man da so einen kompletten Kleinwagen zusammen hat, da ist man ja locker 20 bis 30 Millionen Mal um Block gelaufen und die Schuhe sind im Arsch. Für neue Schuhe hat man dann kein Geld und man hat im Winter kalte Füße. Also Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Wie viele Grüne braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 7. Einen, der die Glühbirne reinschraubt. Und 6. Die über die ökologischen Folgen diskutieren. Ja, fast Mary. Du, Martin? Hm? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich muss dir was gestehen. Ja, was denn? Ich bin fremdgegangen. Ja, ich weiß. Mit Paul. Du weißt? Ja, sicher. Ich habe euch doch dabei gefilmt. Du hast was? Ich habe euch dabei gefilmt und dann habe ich den Film verkauft. Du hast gefilmt wie Paul und ich wie wir? Ja. Na ja, zum Glück kenne ich niemanden, der in solchen Kinos verkehrt. Ja, ich habe den Film aber auch ans Fernsehen verkauft. Ans Fernsehen? Ja. Das heißt also, dass meine Freunde, meine Eltern, meine Kollegen, dass die das alles sehen? Sag mal, das ist doch voll peinlich. Ja. Ich muss dir aber auch was gestehen. Was denn? Ich habe nur 500 Mark dafür gekriegt. Lächerliche 500 Mark? Ja. Ihr wart so schlecht, ich konnte echt nur an Pleiten, Pech und Pannen verkaufen. An dieser Stelle möchten wir mal so einige Dinge klarstellen. Wir alle haben eine gründliche Ausbildung genossen. Unser Handwerk von Grund auf gelernt. Und nicht ohne Stolz können wir behaupten, dass wir alle wirklich sehr, sehr gute Schlechter sind. Leider ist unsere Arbeit gegenwärtig nicht besonders gefragt.
Viele Leute sträuben sich gegen das Geschlachtetwerden. Und die Akzeptanz unserer Kunden lässt stark zu wünschen übrig. Ist es nicht traurig, dass Leute mit unseren Qualifikationen heutzutage so wenig gefragt sind? Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, dann schalten Sie auch nächste Woche wieder ein zu Gute Schlechter, schlechte Zeiten. Stellen Sie sich einen Platz vor. Einen Freiraum, an dem Sie völlig entspannt sind und rundum geschützt. An dem Sie zu Hause sind. Genau. Aber hat Ihr Zuhause fortschrittliche Mehrventiltechnik? Oder einen Turbodieselmotor für bis zu 1000 Kilometer Reichweite pro Tankfüllung? Der neue Fiat Maria. Steigen Sie ein. Fiat Maria. Freiräume erfahren. Das Wetter ist oft doof, da bleiben wir auf dem Hof. Und am besten jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Meyers, das Ei mit Herkunft. Für die Straße und alles, was danach kommt. Der neue Legacy Outback von Subaru. Entdecken Sie die neue Frische von Far, Caribbean Lemon. Der Duft, der Sie inspiriert. Und jetzt erleben Sie 24 Stunden, den ganzen Tag, wo immer Sie sind. Die aktivierende Frische, die bleibt. Entdecken Sie eine neue Frische, die inspirierende Frische von Far. Der schwedische Botschafter. Es tut mir leid, aber der Monsun, wir sind von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Hallo? Hallo? Ein Autounfall. Der Regen, richtig. Nein, nein, der britische Botschafter ist wohlauf. Der deutsche Botschafter. Er lässt ausrichten, dass es leider später wird. Er holt erst noch einen Kollegen ab. Typisch Waschmittelwerbung. Manch Übertreibung man sich spart. Nur Spee wäscht auf die schlaue Art. Spee Megaperls, wie jeder weiß, schafft Sauberkeit zum kleinsten Preis. Spee Megaperls, die schlaue Art zu waschen. Qualität von Henkel. Hier kommt der Frühling. Die neue für Sie ist da. Mit den 100 besten Fitmachern. Für glatte Haut, straffe Figur, neue Power. Und das Antifaltenwunder mit dem natürlichen Jungmacher Sauerstoff. Für Sie jetzt kaufen. Sie schon wieder. Nicht vergessen, Spee Megaperls, die schlaue Art zu waschen. Alles klar? Polo, der erste seiner Klasse mit ABS serienmäßig. Da freut sich die ganze Familie. Intensiven Farben der Natur, erstmalig in einer haltbaren Tönung. Poly Country Colors. Die einzige Tönung mit natürlichem Bienenwachs und nährendem Weizenprotein. Für eine intensive Haarfarbe mit zuverlässiger Grauabdeckung. So sanft wie die Natur. Poly Country Colors. Berauschende Farben, gesundes Haar. Auch neu? Der Polo XXL. Tolle Ausstattung, saugünstig. Morgen Abend bei RTL. Die Songmix-Show um 20.15 Uhr mit DJ Bobo und Bärbel Schäfer. Unsere Kandidaten werden alles geben, denn nur einem winkt der Plattenvertrag. Und dann Boxen extra. Live im Doppelpack. Thorsten May und Jaco Mavrovic auf dem Weg zur WM. Und danach schlägt das RTL Samstagnacht-Team wieder zu. Die Soundmix-Show, Boxen und nach Samstagnacht die Gala des Köln Comedy Festivals. Morgen bei RTL.
unser Top-Thema im RTL-Nachtjournal. Urteilsspruch, das Ende des Rindfleisches.